Hey, danke dir fürs Einschalten. Hier ist der Christoph und wir werden heute dieses Foto zusammen in Photoshop von allen störenden Elementen hier, ganzen Gerüst und dem ganzen Schmutz hier außenrum befreien. Ja, vielleicht bist du ja auch wieder dabei und nicht neu, denn zu dem Bild gibt es bereits eine Entwicklung, die wir hier auf Lightroom zusammen gemacht haben. Falls du das noch nicht geschaut hast, hier irgendwo wird jetzt was eingeblendet, wo du draufklicken kannst, dann schau dir bitte den ersten Teil zuerst an. Da geht es um die Entwicklung. Wir haben das Bild von diesem Ausgangsmaterial hierhin entwickelt und jetzt machen wir eben mit der Bearbeitung weiter. Wichtig, bevor wir jetzt wechseln, ist mir noch der Crop. Das habe ich das letzte Mal vergessen. Ich würde es noch ein bisschen beschneiden, um einfach den Fokus noch ein bisschen mehr hierauf zu lenken und schon mal ein bisschen mehr noch von diesen Unnützigkeiten hier außenrum, vor allem auch das da, was so ein bisschen störend ist und den Blick wegzieht, einfach ein bisschen loszuwerden. Das heißt, ich gehe hier ran und crop das so ganz leicht ein bisschen hin. Der Schluss darf ruhig zentral sein. Also ich schaue jetzt hier nicht auf irgendwelche Drittel und Zeug, sondern das darf meiner Meinung nach hier ruhig zentral im Bild bleiben. Das sieht ganz hübsch aus. Vielleicht sogar noch ein klein wenig mehr. So vielleicht. Ich bestätige das Ganze mal und muss sagen, ja, das gefällt mir jetzt schon ganz gut. Ein bisschen rüber noch und ein bisschen runter. Nochmal bestätigen das Ganze. Und jetzt, glaube ich, liegt das wirklich schön mittig hier drinnen. Und ich habe hier auch gar nicht mehr so viel zum Wegbearbeiten. Was wir jetzt machen, ist einmal Rechtsklick und sagen Bearbeiten in und dann Bearbeiten in Photoshop als Smart Objekt. Das heißt, wir nehmen nämlich das RAW quasi mit rüber und behalten uns unsere ganzen Einstellungen, die wir hier gemacht haben, in diesem RAW bei. Das ist einfach unsere unterste Ebene jetzt. Eine Verlinkung zu meinem RAW-Bild und auf diese Ebene legen wir jetzt eine neue leere Ebene, worauf wir retuschieren werden. Und zum Retuschieren nehme ich mir jetzt hier den Reparaturpinsel und werde hier mal anfangen, so die ersten Stellen hier zu bereinigen. Ich möchte die Straße wegmachen, ich möchte hier die Häuser wegmachen und so weiter. Dafür nutze ich jetzt einen Stift, das heißt, ich wechsle mal hier von der Maus zu meinem Stifttablett. Und werde mich jetzt hier erstmal ein bisschen reinzoomen und hier die ersten Sachen bereinigen. Das geht relativ easy. Mit gedrückter Alt-Taste hole ich mir hier eine Quelle. Ich mache das Ganze ein bisschen kleiner und versuche jetzt hier das Ganze einfach zu überpinseln. So, das sieht auch ganz okay aus. Das gefällt mir noch nicht da unten. Aber da musst du auch nicht so genau arbeiten. Das ist ein Wald, da schaut kein Mensch genau rein. Es weiß keiner, dass da vorher irgendwas war. Das mache ich wirklich nur, um den Blick ein bisschen besser zu lenken. Diese Straße hier, die brauchen wir auch nicht. Das heißt, ich gehe hierher und verlängere einfach diese Baumkante, indem ich das hier dazu baue und das hier dann einfach im Wald verschwinden lasse. Ja, das sieht auch ganz okay aus. Vielleicht mache ich hier das da lieber drüber. So, weil dieser helle Baum schon auch ein bisschen viel Blick zieht. Da noch ein paar von denen mit rein. Und dann noch hier so einen dunklen vielleicht. Ja, dann schaut das doch ganz okay aus. Ich mache das helle hier noch weg. Das ist mir auch ein bisschen zu viel. Ja, jetzt wird es ein bisschen zu matschig. Das heißt, ich gehe hier mal auf den Stempel lieber. Stempel Deckkraft 100 und stempel mir hier noch so ein bisschen was von den Bäumen dazu. Ja, das hat dann härtere Kanten und schaut durchaus ein bisschen besser aus. Ja, so können wir es lassen. Fällt überhaupt nicht auf, dass hier irgendwas gemacht wurde. Die Farbigkeit von den Bäumen, ja, da können wir nochmal drüber sprechen später. Aber jetzt erstmal schauen wir, dass wir hier das alles wegbekommen. Das hier stört mich auch noch, auch wenn es dazu gehört, wenn man sagen könnte, es ist Natur, aber es zieht den Blick doch sehr darunter. Deswegen weg damit, brauchen wir nicht. Hier den Pinsel wieder und einmal darüber arbeiten. Dann ist das auch wieder draußen. So, jetzt kommt der heikle Part, weil jetzt kommt hier hinten dieser ganze Schmutz weg. Diese Häuser, diese Straße, das ist alles was wir nicht brauchen. Ich bin mal gespannt, wie ja, gut oder schlecht das jetzt funktioniert. Ich werde vielleicht ein paar verschiedene Techniken ausprobieren, wenn jetzt das mit dem Rüberpinseln hier nicht direkt gut funktioniert. Schauen wir mal, wie wir da vorankommen. Sollte eigentlich kein größeres Problem sein, das zu entfernen. Es ist nur wichtig, dann halt die richtige Methode zu finden. Diese Methode hier scheint, ja,
scheint eigentlich ganz gut zu funktionieren. Hier unten am Übergang muss man ein bisschen schauen, aber auch das, ja, ist doch ganz in Ordnung. Diese dunklen Flecken machen wir raus. So, da unten ist auch noch einer. Das auch noch weg und hier vielleicht noch mal drüber. Dann ist doch das auch schon voll okay. Den Baum, den bringen wir hier unten noch mal rein. So. Ich gehe noch mal auf zurück und mache den die Kante hier ein bisschen härter. Habe ich hier eine Satellitenschüssel blöderweise. Das wollen wir natürlich nicht. Also ich mache das auch noch mal rückgängig und gehe hier an den anderen Baum. Ich hole mir lieber den darüber. Das mache ich jetzt auch wieder mit dem Stempel. Das heißt, ich gehe hier rein und sage Stempel mit einer harten Kante. So. Und gehe her und mache das da so. Das sieht doch ganz gut aus. Perfekt. Fällt überhaupt nicht auf. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen was. Das ist aber echt. Hier jammern auf großem, auf hohem Niveau. Das ist auch hier nochmal kleiner. Und ja, das ist eine Futzelarbeit, aber das lohnt sich, weil im Endeffekt wird einfach kein Mensch mehr sehen, dass du hier irgendwas rumgeschraubt hast oder hier irgendwas verändert hast. Und es wird aber dem Bild so viel besser tun. Sagt man das besser tun? Ne, es wird ihm gut tun. Es wird schöner ausschauen. Na, da habe ich mir jetzt verdrückt. Holen wir von da noch ein bisschen was rüber. So, fertig. Hier ist noch eine dunkle Stelle. Das stimmt nicht, weil wir haben keine so dunklen Stellen im Bild. Wir haben ja im Entwicklungsvideo, hast du gesehen, haben wir es extra matt gemacht. Das heißt, wir haben so dunkle Stellen eigentlich komplett vermieden. Auch hier ist jetzt so eine dunkle Stelle. Die müssen wir auch noch wegmachen. Das sind alles so Hinweise, die dann darauf schließen, dass hier was retuschiert wurde. Das heißt, ganz weich hier mit so, ja, hellen Übergängen und so weiter arbeiten. Hier ist ein bisschen flau noch. Das heißt, hier gehen wir auch mal rein. Und das mache ich jetzt wirklich nur, weil es ja vielleicht ein sehr, sehr großes Bild werden soll, dass ich irgendwann mal irgendwo hindrucke oder halt wirklich ein Artwork. Wäre das jetzt nur ein Instagram-Post, hey, dann wäre mir das hier sowas von wurscht. Weil das sieht kein Mensch. Das wird so klein verpixelt auf Instagram dargestellt. Schaut kein Mensch hier rein. Aber wenn du es dann wirklich mal groß irgendwo hast, irgendwo abgedruckt oder sowas, dann fallen eben solche Stellen hier schon auf. Das ist jetzt aber okay, finde ich. Hier ist noch die Satellitenschüssel, die wir schnell entfernen. Und dieses Graut da unten. Gehen wir hier auch nochmal drüber. So, das ist weg. Jetzt machen wir das Haus hier noch weg. Zack, haben wir hier wieder so das Schwarzes. Das machen wir auch wieder weg. Und dann passt es. Jetzt mal schauen, was machen wir mit dem Parkplatz hier. Jetzt können wir entweder wieder so weiter stempeln oder wir machen mal einen anderen Trick und versuchen das hier einfach rüber zu kopieren. Dazu gehe ich jetzt einfach her, nehme mir mit L das Lasso, schneide hier einfach mal so einen Bereich aus. Und jetzt habe ich das Problem, da ich ja nur aus einer Ebene das Ganze nehmen kann, muss ich die Ebenen vorher kombinieren. Das heißt, ich gehe hier mal schnell her, dupliziere mir diese, rastere die mit einem Rechtsklick, sage Ebene rastern und packe mir das hier zusammen. Command. Einen Knopf habe ich vergessen, Command Option Shift E, einmal nach oben, schneid mir das hier raus, Ebene durch kopieren und habe jetzt hier einfach den einzelnen Waldpart. Was ich jetzt vorher noch mache, ist, bevor ich das ausschneide, ich werde hier die Auswahl ein bisschen verbessern. Ich werde sie nämlich weicher machen, eine weiche Kante draus, so dass das wirklich schön überfließt und jetzt wieder Rechtsklick Ebene durch Kopieren. Und jetzt werden wir sehen, habe ich hier einen ganz weichen Übergang und kann das hier einfach irgendwo mit reinbasteln. Das funktioniert super gut. Machen wir direkt nochmal, indem ich das gleiche mit hier vielleicht mache. So. Wieder auswählen und maskieren. Das Ganze etwas weicher. So. Okay. Ebene durch
kopieren. Ah, Moment, ich war auf der falschen Ebene. Ebene durch. Kopieren. Und jetzt können wir das hier auch einfach hier ein bisschen mit einpflanzen. So, hier gehe ich jetzt her und radiere das einfach ein bisschen frei, ne, dass das ein bisschen freier wieder wird. Müssen wir da drauf gehen. Das ist die Ebene, genau. Und radieren jetzt einfach hier die Kanten so ein bisschen weg. Dass es eben so ausschaut, als würde das dahinter liegen. So, hier auch. Da haben wir auch einen Baum, der überdeckt wurde. Das lassen wir so. Das schaut gut aus. Und dann bin ich doch da schon relativ happy. Hier bin ich noch nicht ganz happy. Das ist jetzt ein bisschen arg. Ja. Vielleicht verschiebe ich das nochmal ein bisschen. Zurück. Die da. So schaut es ganz gut aus. Dürfte auch gut da reinpassen. Vorher, nachher, das fällt im Nachhinein überhaupt nicht mehr auf. Die kann ich wieder rauslöschen. Die brauche ich nicht, die kostet nur Speicherplatz. Und die drei hier kann ich eigentlich alle auf eine Ebene mit Command E zusammenfassen. Das heißt, das ist jetzt schon mal bereinigt, das ist schon mal weg. Das sieht hier wieder wie Wald aus. Das Schloss bleibt. Ja, jetzt kommen die Sachen hier und das ist schon ein bisschen heikler, denn jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich das Schloss hier von der Bearbeitung wirklich ausspare. Das heißt, hier gehe ich jetzt halt her und mache mir erstmal eine Auswahl von diesem Schloss. Ich versuche mal, ob das mit einer automatischen Auswahl klappt. Ich glaube es fast nicht, dass der hier. Moment, ich muss hier wieder aufs Schloss zurück. Glaube es fast nicht, dass der hier die Kanten so erkennt, wie ich das brauche. Ja, macht auch nicht. Ich kann ein bisschen nachbessern noch. Geh mal rein. So. Ne, die Spitze hier brauche ich noch. Ja, mit gedrückter Alt-Taste oder Command-Option-Taste kann ich hier wirklich noch ein bisschen was retten von diesen Auswahlen. Jetzt habe ich es hier wieder ein bisschen übertrieben. Ich bin natürlich auch immer faul und gehe nicht nah hin. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ich müsste hier einfach näher rangehen, müsste den Pinsel kleiner machen und dann klappt es auch wesentlich besser. So, jetzt habe ich nämlich hier die Kante, aber man versucht es halt trotzdem immer erstmal von weiter außen, weil man halt doch ein bisschen faul ist. So, hier oben brauche ich es gar nicht mehr. Ich brauche es ja wirklich bloß hier in dem Bereich, wo dann auch die Häuser sind. Da ist auch egal, weil da ist schon grün dahinter und da passt das Ganze eigentlich auch. Das heißt, ich habe das jetzt hier schon mal gesaved. Kann jetzt hergehen und kann sagen, hey, wieder Rechtsklick und dann eine Ebene durchkopieren. Das heißt, ich separiere das Ganze auf eine einzelne Ebene nochmal, die nach oben liegen kann. So kann ich nämlich unten drunter stempeln und reparieren und Zeugs machen, ohne dass es irgendwie auffällt. So die Theorie. Das probieren wir jetzt gleich mal. Ich gehe wieder auf meine Ebene hier, gehe auf, also ich könnte es wieder mit Verschieben machen. Jetzt versuchen wir es mal wieder hier mit dem. Mit dem Pinsel, das geht ja auch. Machen wir erstmal das hier weg. Und dann würde ich sagen, machen wir das hier unten weg. Na, bisschen drüber. So. Dann gehen wir daher. Machen das. Dann holen wir uns von da noch das. Und jetzt siehst du, ich kann hier einfach drüber malen, ohne dass ich hier, das war ja Sinn und Zweck von der ganzen Separierungsgeschichte, dass ich hier ein Problem mit meinem Schloss oder mit irgendwas bekomme, weil ich das dahinter einfach schön freigestellt habe. Das Problem ist, was ich habe, der zieht trotzdem von unten drunter die Farbinformation raus, deswegen habe ich hier diesen weißen Verlauf. Das wollen wir nicht, deswegen gehe ich hierher und arbeite hier wieder mit dem Stempel. Und wir sehen, das sieht dann wesentlich klarer hier an den Kanten aus und macht das Ganze Vielfaches besser. So, da nochmal. Und dann machen wir. Ja, jetzt gefällt mir das da unten auch nicht mehr. Wo kam denn jetzt das her? Moment, muss man nochmal schnell zurückschauen. Ist jetzt hier wieder live in der Fehlerfindung drinnen. Das haben wir hier irgendwie rüber reduziert. Ja, das war nicht gut. Das hat mir nicht gefallen. Machen wir nochmal neu. Das heißt, hier gehe ich jetzt auch her.
und schaue, dass ich mit dem Stempel am besten die Bäume von da oben runter bekomme. Die Kante können wir hier so ein bisschen mit dem Pinsel nachempfinden. Ja, so viel, viel besser. Viel, viel besser. Hier unten ist noch ein Haus, sehe ich gerade. Das muss natürlich auch weg. Machen wir auch mit dem Pinsel. Mit dem Stempel. Wo ist er? S wie Stempel. Einmal hier drauf. Vielleicht ein bisschen weicher jetzt den Übergang sogar. Ja, das ist besser. So. Da ist noch eine Kante. Wie schon gesagt, du kannst das Ganze natürlich auch so lassen. Du kannst es viel schneller machen. Aber wenn wir jetzt das wirklich schon mal von vorne bis hinten sagen, wir machen das richtig geil und machen das richtig, dann darfst du jetzt auch mal sehen, wie ich da vorgehe. Ich finde es ganz wichtig. Natürlich könnte ich jetzt vorspulen und könnte, aber ich denke, wenn du hier wirklich siehst, was da passiert, wie ich da vorangehe und so weiter, da lernt man so viel mehr, wie wenn man einfach bloß schnell irgendwas hingeschmissen bekommt. Solche Tutorials habe ich ja auch, wo es schnell geht, aber ab und zu muss man halt auch mal ein bisschen sauberer arbeiten und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, hier etliches mitzunehmen. Jetzt machen wir hier den Wald von da nochmal runter. Gibt es bestimmt auch die eine oder andere Schwierigkeit. Schauen wir mal. Aber das sieht schon gut aus hier. Da brauchen wir jetzt einen Abschluss hier oben. Das heißt, ich nehme hier so ein Baumwipfeldingens mal da rein. Und denke, das ist jetzt eine ganz gute Sache. Ich zoome raus. Ja, das sieht doch super aus. Zack. Alles bereinigt. Und wenn jetzt keiner weiß, dass da mal was war. Schau mal, das sieht einfach nur nach Wald aus. Das ist doch eine super Geschichte. Perfekt. Super schön. Das machen wir jetzt hier unten noch. Da wird es schwieriger. Denn hier ja, ist es relativ großflächig und auch relativ nah dran im Fokus. Das heißt, hier müssen wir uns jetzt wirklich ein bisschen bemühen. Ich würde die Straße sogar da lassen. Ich möchte nur diese Häuser hier wegbekommen. Was ich jetzt mache, heißt, ich hole jetzt halt den Stempel wieder und versuche einen Baum von irgendwo zu holen, nicht den von nebendran, ja, weil der schaut ja, dann habe ich zwei gleiche Bäume nebeneinander. Ich versuche es mit dem hier mal, dass ich den hier einfach so da drüber bastel. Die Ränder müssen wir dann wahrscheinlich ein bisschen anpassen, aber ja, das funktioniert schon mal ganz gut hier. Hol mal das Gras hier dazu und ich gehe einfach nochmal rein und baue den Baum hier noch ein bisschen nach. So. Da ist noch ein Fleck von dem Auto. Super gut. Dann holen wir den nächsten Baum. Dann nehmen wir jetzt mal den hier. Und den setzen wir jetzt hier unten an. Also du musst hier wirklich ja, ein bisschen aufpassen, ein bisschen schauen, dass du dich hier nicht direkt wiederholst mit Bäumen, die nebendran sind. Das funktioniert hier auch ganz gut gerade. So. Weil, wenn da jetzt der gleiche Baum gleich wiederkommt, dann macht es ein bisschen schwierig. Jetzt kann ich hier mal schauen, ob ich diese Kante hier oben bekomme. Und die hier vielleicht ein bisschen weiter führe, sodass wir das da noch füllen können. Ja, das ist auch gut. So. Und alles, was jetzt dann immer noch nicht passt, das können wir noch ein bisschen überblenden. Beziehungsweise können da schauen, ob wir es irgendwie noch ein bisschen hinpfuschen können. Aber das funktioniert jetzt hier eigentlich schon mal ganz gut. So. Und wie gesagt, ich will ja ein bisschen was von dieser Straße hier unten auch behalten. Das heißt, die darf ja da auch noch ein bisschen durchschauen. Ich kontrolliere es immer mal wieder. Ja. Obwohl die Straße eigentlich auch doof ist. Naja, nee, die können wir schon. Ich schau mal schnell. Wenn die da jetzt weg wäre, jetzt sind wir in der Findungsphase drinnen. Auch das ganz wichtig, ne? Also nur weil du dich vorher darauf festgelegt hast, heißt es das nicht, dass du während des Bearbeitungsvorgangs da nicht irgendwas ändern kannst. Also ich schaue jetzt zum Beispiel mal, wie es in klein aussieht. Ich schaue jetzt mal, wie es in groß aussieht. Und die Straße ist schon störend. Ich überlege jetzt aber, wenn ich die wegmache, dann muss ich das hier oben ja quasi auch wegmachen. Und das ja, kann funktionieren. Damit fange ich jetzt mal an, weil wenn das einfach funktioniert, das kriege ich easy schnell weg. Das ist, glaube ich, das, was eher auffällt. Ich würde jetzt mal versuchen, mir hiervon einfach das zu leihen, den Bereich. So, ich gehe wieder her und sage, hey, Auswahl verbessern. Ich mache das Ganze ein bisschen weicher, dass das sich vielleicht gut wo einfügt. Gehe her und sage, Rechtsklick. No, Rechtsklick, Ebene durch Kurve.
kopieren, habe das jetzt und drehe mir das mal so hin mit Command T, dass das vielleicht hier einfach fortgeführt wird. Das probieren wir jetzt mal. Ich könnte auch, Moment, einmal mit Command Z das Ganze noch ein bisschen transformieren, so perspektivisch. Das macht sich bestimmt auch gut hier. So. Yep, gehen wir wieder zurück auf frei transformieren. Jetzt können wir das Ganze dahin drehen. Und vielleicht sogar mit Verformen ein bisschen noch hinrunden. So. Ja, das können wir eigentlich lassen. Das fällt hundertprozentig auch nicht auf. Und ich mache das hier noch ein bisschen runter. So. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal die Straße einfach begradigt. Ich würde das jetzt wieder hier mit zusammenfassen, Command E, das heißt, es ist auf einer Ebene. Jetzt gehe ich schnell her, mache diesen Gullideckel da weg, weil der ist natürlich ein bisschen stark verformt. Na, Größe. Hey. Bisschen kleiner das Ganze noch. Genau diesen Punkt erwischt. So, jetzt ist es weg. Und jetzt muss man einfach nur noch hier auffüllen. Das funktioniert jetzt aber auch wieder relativ easy. Ich nehme den Stempel, gehe hier unten drauf, mache es ein bisschen härter erstmal, dass ich hier die Kante auch entlang fahren kann. So. Und mal hier einfach, als wäre es ein Pinsel, entlang. Das sieht auch ganz nett aus hier. So ist die Straße nämlich weg. Wir müssen irgendwo diesen Übergang zum Dunklen schaffen, aber das machen wir hiermit. Das wird ein bisschen dunkler, das gefällt mir nicht, wenn es so hell ist. So, dadurch, dass das so dunkel jetzt da ist, ist das echt gut, weil ich kann das einfach von hier hochholen und quasi hier den Abschluss dahin malen. Ja, und schon ist die Straße weg. Ich zoome ein bisschen hin. Aber das sieht ja eigentlich ganz original aus. Wenn ich es noch ein bisschen originaler haben möchte, gehe ich jetzt einfach her, mache die Kante wieder hart und suche mir hier noch ein paar so, ja, so Büschel oder irgendwas, die ich jetzt da wirklich reinmal, dass es nicht so eine gerade Kante hier ist, sondern dass es einfach aussieht, als würde ich hier wirklich, Moment, so einen Abschluss irgendwie haben. Der ist ein bisschen zu hell. Ich brauche den da. Oder wo ist denn einer? Der ist ein bisschen dunkler. Ja, so. Super gut. Was ist hier noch? Eine Straßenlaterne. Die machen wir auch schnell weg. Und das da. Was das da ist, das kann eigentlich lassen, oder? Moment, ich gehe mal hier Stempel kurz drüber. Ja, schaut besser aus, wenn es weg ist. Ja, aber so ist es eigentlich ganz gut. Das machen wir auch noch weg hier. Command Z, dann nehmen wir nicht den Stempel, dann nehmen wir wieder den Reparaturpinsel, der verrechnet es nämlich schön. Und ich habe dann keine hässlichen Flecken da drauf. So, den da auch weg, den da weg. Und das da machen wir noch weg. Ne? Das ist jetzt. Warum kann ich jetzt das nicht retuschieren hier? Jetzt hat. So. Straße ready. Sieht zwar nach einer hässlichen Straße aus. Das da muss ich auch noch ein bisschen aufhübschen. Moment. Ja, doch, das funktioniert. Und jetzt können wir einfach hier den Rest auch noch entfernen. Zack, 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 zack. Weg damit. Hier die hellen Stellen im Baum weg. So, dann nehmen wir den Stempel am besten wieder, dass es hier nicht zu so komischen Verschmierern kommt. Am einfachsten ist, wenn du direkt von nebendran immer die Stellen nimmst, weil dann hast du auch die gleichen Helligkeitswerte, hast die gleichen Farbwerte, dann funktioniert das ganz gut. Hier können wir eigentlich ein bisschen so Gras reinbauen auch. Na, das muss ja nicht immer nur Baum sein, das darf ja auch mal hier so Gras sein. Das male ich hier direkt an diese Bäume ran. Hier das Dunkle.
So, da machen wir weiter. Und du kannst ja, wenn du so einen Stift hast, umso feiner du drückst, umso dünner, siehst du, wird ja auch der Stempel. Das ist super, um hier ganz nah an diesen Bäumen halt zu arbeiten. Muss ich gar nichts wechseln oder sowas, sondern ich kann einfach hier malen mit meinem Stift, als wär's ein Pinsel. Hier unten, ja, da würde ich jetzt sagen, machen wir nicht lange rum, da hole ich mir von da einfach so eine komplett, obwohl, nee, ich hole mir von hier lieber wieder Baum. Das schaut besser aus. Ich meine, das sind ja auch Bäume, ne? Die wachsen ja, wie sie lustig sind. Da kann dir ja kein Mensch sagen, das ist jetzt falsch oder nicht falsch oder so, schaut kein Baum aus. Ein Baum ist ein Baum, ne? Also, da kannst du. Ne? Da kannst du dich richtig austoben. So. Ich schlage euch immer vor, so erstmal wirklich grob ein bisschen drüber und dann lieber schauen, was stimmt nicht, was passt nicht, weil dann nochmal nachzubessern, da bist du wesentlich schneller unterwegs, wenn du dir hier gleich einen riesen Kopf machst, wie, wo, was, Quelle von wo und passt es schon mal. Ich male hier einfach bloß grob drüber und es passt eigentlich immer. Wenn es irgendwo mal nicht passt, ja, dann kann ich nachbessern. So, hier machen wir jetzt so einen Übergang, das schaut aber eigentlich auch ganz gut aus. Das hat nicht gut ausgeschaut. So, was ich ein Problem habe, sind diese hellen Stellen da drinnen. Die versuche ich noch ein bisschen wegzubekommen, weil das ist, glaube ich, noch die Straße gewesen, die von unten durchgeschaut hat. Das heißt, die mache ich einfach hier noch weg. So, und dann passt es. Da ist noch was Helles. Und da ist noch was Helles. Und dann schaut es gut aus hier. Zack, Baum. Hier noch den kleinen entfernen. Was machen wir dahin? Dann machen wir jetzt auch von hier wieder einfach Wiese. So, einmal drüber da. Gar kein Problem. Weg ist sie. Das füllen wir hier wieder ein bisschen auf. Das bringen wir auch darunter. Da machen wir jetzt den Verlauf auch ein bisschen wieder mit rein, dass es nicht so abgehackt ist, sondern ein bisschen weicher. Und dann sieht das kein Mensch mehr, was da im Endeffekt mal war. So, ja, der gefällt mir nicht ganz, der Baum. Den machen wir ein bisschen runder noch. Das ist wirklich wie, das ist jetzt ein bisschen länglich so, dass das einfach ein bisschen mehr nach irgendwas Natürlichem ausschaut. Gehen wir dem Ganzen hier eine etwas andere Form noch. Aber auch jetzt passt das. Siehst du, also es ist echt. Ja, ein Kinderspiel möchte ich jetzt nicht sagen. Also du brauchst schon ein bisschen Zeit und Fingerfertigkeit, aber dann kriegst du hier ja eigentlich schon schöne Ergebnisse raus. Und wie gesagt, das ist jetzt hier, da siehst du nichts mehr von der Straße. Da ist noch was. Da siehst du eigentlich nichts mehr von der Straße, da siehst du nichts mehr von dem Parkplatz, da siehst du nichts mehr von irgendwelchen Häusern. Das hier stimmt auch nicht. Empfehle ich immer, dass man da nochmal groß drüber geht. Na, dann sieht man nämlich auch zum Beispiel sowas. Das muss ja auch noch entfernt werden. Das sieht ganz hässlich aus. Das heißt, ich gehe hier auch noch mit dem Stempel rein. Und das ist ein ganz wichtiger Vorgang noch, dass man am Ende eben nochmal drüber geht und sich das nochmal anschaut. Weil das hätte ich jetzt komplett verpasst hier an der Seite. Habe ich einfach nicht gesehen gehabt. Und das hat nicht gut ausgesehen. Das heißt, hier muss ich wirklich. Was ist denn jetzt hier los? Hier muss ich nochmal nachbessern. Aber das ist ja auch nicht schlimm, ne? Also da gehe ich nochmal her, male hier nochmal ein paar Bäumchen rein und dann ist es doch easy und gleich repariert. Naja, der war schlecht, weil das ist so eine krasse Wiederholung von dem da oben. Das heißt, hier gehe ich lieber daher und nehme so einen Allerweltsbaum und nicht einen, der so markant ist. Da auch immer ein bisschen drauf achten, dass diese markanten Bäume, auch der ist jetzt zu so markant, sich nicht so arg und so oft wiederholen. So, jetzt passt es. Ich schaue hier weiter, da stimmt auch noch alles. Ja, das kann man lassen hier eigentlich. Jawohl. Jetzt, wenn wir eh schon dabei sind. Ich habe gesagt, ich mache es richtig. Dann machen wir das auch richtig. Dann machen wir das auch richtig. So. Jupp.
So bin ich sehr zufrieden. Die Felder da hinten, ja, die können wir lassen. Die stören mich jetzt nicht oder stören sie uns. Da ist noch ein See. Ach, nee, das sind ja Wiesen, das sind keine Felder. Aber hier, na, siehst du, da ist auch wieder so ein kleiner. Einfach weg damit. Und das ist echt wichtig, weil wenn man dann mal doch irgendwie von dem Druck oder was nah davor steht, sowas sieht man dann schnell. Auch das ist ein bisschen dunkler noch wie der Rest. Das heißt, auch hier lieber nochmal drüber. Ich weiß, das zieht sich jetzt ein bisschen, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Also das muss einfach stimmen, wenn du sagst, hey, ich mache das groß, ich will das irgendwo an die Wand hängen, ich will es in der Zeitung haben oder irgendwie was. Wenn da solche Stellen drin sind, das ist einfach nicht gut. Deswegen muss man da ein bisschen mehr aufpassen und noch diese ja, 5 Minuten halt extra investieren. Das ist aber gut investierte Zeit. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn man dann direkt sieht hier, da ist irgendwas hingepfuscht, das ist irgendwas, irgendwas falsch hinretuschiert und so weiter. So, jetzt ist aber ganz nett eigentlich. Ja, und was jetzt noch kommt, und das werde ich dann auch wieder im nächsten Video zeigen, ist erstens der Finish von dem Ganzen und es muss natürlich hier auch noch aufgeräumt werden. Ne? Ich werde versuchen, diesen Turm hier einmal darüber zu spiegeln, dass zumindest dieses hässliche Gerüst hier weg ist. Und das da kriegen wir vielleicht auch noch weg, indem wir von hier einen Teil dann rüber spiegeln. Das dauert aber auch locker nochmal 10, 15 Minuten. Das heißt, das machen wir auch im letzten Video dann. Und das ganze Fotofinish, wo wir nochmal vielleicht einen Filter draufpacken oder nochmal so ein bisschen an den Einstellungen drehen, das gibt es dann auch im letzten Video. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so spannend, weil nicht ganz so krass viel vorher-nachher-mäßig passiert ist, obwohl ich finde es eigentlich schon enorm, was wir hier alles bereinigt haben. Schau mal, was da alles weggekommen ist. Und zwar jetzt nicht so hoppla hopp auf die Schnelle, wie man es vielleicht sonst auch ab und zu macht. Und muss ich ganz ehrlich sagen, das mache ich ja auch immer mal wieder, dass ich es wirklich auf die Schnelle einfach mache, wenn ich weiß, das kommt jetzt nur auf Social Media irgendwie in den Post rein. Aber manchmal muss man sich eben auch ein bisschen Zeit nehmen. So, wir sehen uns im nächsten Video und ich wünsche dir jetzt zwischendrin schon mal viel Spaß beim Retuschieren, beim Bilderbearbeiten und wir sehen uns. Ciao, ciao.